Mein Name ist Nicola Bramkamp, ich bin die künstlerische Leiterin der Initiative Save the World und des Augsburger Klimafestivals Endlich. Das Festival baut auf vier Säulen auf. Angefangen haben wir schon am 1. Mai mit einem Theaterstaffellauf. Über 40 Theater aus ganz Deutschland haben sich von Ost und Westen auf dem Weg nach Augsburg gemacht. Mit zwei kleinen Staffelapfelbäumchen, die symbolisieren sollen, dass die Theaterszene bereit ist, sich selber nachhaltiger aufzustellen. Die zweite Säule war die Konferenz Theater und Nachhaltigkeit, wo TheatermacherInnen aus ganz unterschiedlichen Berufen, von der Technik über die Kunst, über die Vermittlung, sich in Augsburg getroffen haben und dort das Netzwerk Performing for Futures gegründet haben. Die Initiative Performing for Futures setzt sich dafür ein, dass wir nicht nur auf der Bühne Nachhaltigkeit thematisieren, sondern auch hinter den Kulissen nachhaltiger arbeiten. Die dritte Säule des Festivals war der Marktplatz der Möglichkeiten. Hier vernetzen sich Aktivismus, Nachhaltigkeitsinitiativen aus Augsburg mit dem Theaterpublikum und der Zivilgesellschaft. Künstlerinnen und Künstler haben performt, Bands haben gespielt und die ganze Familie von der kleinen Kind bis zu Oma und Opa hat miteinander kreativ die Nachhaltigkeit gefeiert. Die vierte Säule des Festivals waren die Gastspiele und die Werkschau Ästhetik der Krise. Hier ging es darum, zu zeigen, dass Nachhaltigkeit auch als künstlerisches Thema interessant ist. Maya Göppel hat es in ihrer Performance Wir können auch anders ganz deutlich gesagt. Nur wenn wir gemeinsam Geschichten, alternative Geschichten erzählen, werden wir diese Klimakrise überwinden. Und wer kann das besser als das Theater? Dieses Festival hat wahnsinnig viel bewegt, und zwar innerhalb der Stadt Augsburg, denn die Augsburger Nachhaltigkeitsinitiativen haben sich vernetzt mit der Zivilgesellschaft, mit den Künstlerinnen und Künstlern vom Staatstheater, aber auch überregional in der Theaterszene haben wir richtig für Furore gesorgt. Über 40 Theater haben sich am Theaterstaffellauf beteiligt und haben zwei Apfelstaffelbäumchen nach Augsburg getragen, um zu zeigen, die Kunst- und Kulturszene ist bereit für die nachhaltige Transformation. Und dieses Zeichen senden wir von Augsburg in die Welt. Wenn ich mir die Bilder der Zerstörung in Paderborn anschaue und die Zahl der Verletzten, dann ist es nicht in einem anderen Planeten und nicht weit weg und kommt nicht in ein paar hundert Jahren, sondern jetzt muss gehandelt werden. Dankeschön. Ja, danke Ihnen. So. Natürlich ist es wichtig, dass die Menschen, die in Machtpositionen sind, anfangen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Aber auch die Menschen, die noch so klein sind, dass sie nicht wählen können, haben eine Stimme. Und Fridays for Future hat gezeigt, dass wir einen ganz großen Auftrag haben, gemeinsam unsere Welt gerechter zu gestalten. Er sagt, ich bin nicht hier, um mich zu bemühen. Ich bin hier, um zu glühen. Ich bin hier, um zu blühen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich bin nicht hier für die Bilanz. Ich bin hier für den Glanz und ich bin hier für den Tanz. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Nein, ich bin hier für die Sterne und ich bin hier sehr gerne. Und ich bin hier, weil ich lerne. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich bin nicht hier, um